Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Elvip Bestwin. Hier stehen schon alle zusammen vor der Fähre in die Domanische Enklave. Hallo Yugiri. Die Fähre ist bereit. König Hir und ich werden die galäische Gesandtschaft zur Enklave begleiten. Sprich mit dem Fährkapitän des Frachtanlegers, wenn du ebenfalls übersetzen möchtest. Bis gleich. So. Dann fahren wir einfach gerade rüber. Okay. Hier gibt es in der Zwischenzeit neue Stadtätheriten, die können wir uns schnell holen. So, wo sind noch welche? Da hinten. Blaue Quest dort startet, glaube ich, die Quest, in der man die anderen Domaner zurückholt. So, und einmal hier durch die Baustelle. Schon geholt? Nein, auch noch nicht. Okay. Okay. Hallo Yen. Ah, da bist du ja. Wie gefällt dir die Enklave? Hier wurde alles von Grund auf restauriert. Mit der Restaurierung haben wir die Gilde Onishishu betraut. Und wie du siehst, haben ihre Handwerker ganze Arbeit geleistet. Sie haben sogar schon einen neuen Tenkoto installiert, einen Eteriten, wie ihr ihn nennt. Du solltest dich mit ihm harmonisieren, bevor wir uns mit Asahi treffen. Ja, habe ich gerade getan. Die galäische Gesandtschaft befindet sich bereits in meinem Landhaus, dem Kienkan. Mit diesen Ereignissen hätte ich nie gerechnet, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich hoffe, du bist bei der Unterredung dabei. Damit würdest du ein deutliches Zeichen setzen, dass Eosea an Domas Seite steht. Das könnte unsere Verhandlungsposition erheblich verbessern. Alice und Alfino haben mit mir ebenfalls ihre Teilnahme zugesichert. Du musst also nicht allein für Eosea sprechen. Also, bist du dabei? Mit Vergnügen. Wobei, von wegen alleine sprechen, Alice und Alfino werden sprechen. Ich werde mal wieder stumm daneben sitzen. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Das Kienkan, mein Landhaus, ist das große Gebäude direkt hier auf der Westseite. Ich werde die Wache anweisen, dich einzulassen. Bis gleich. So. Warte. Ach ja, da geht's weiter. Zum Kienkan. Nein. Andere Richtung. Doch, genau. Da ist es. Ich hol mir nur schnell den einen anderen Eteriten noch. Ja. Ich weiß zwar nicht, was da ist. Aber ich war hier noch nie in dem Teil. Jetzt bin ich nochmal gespannt, was ist hier hinten. Ah.
Ach, vielleicht ist es auch für den Wiederaufbau, dass ich habe noch nicht viel Wiederaufbau gespielt bei meinem anderen Charakter. Okay, also gehen wir zum Kirnkan, genau. König Hirn erwartet euch schon. Möchtet ihr hineingehen? Ja. König Hien, lasst mich noch einmal für die Einladung danken. Es ist mir eine große Ehre. Ganz meinerseits. Das Landhaus ist ein guter Ort für ruhige Gespräche. Du sagtest, du bist hier, um über Frieden zu verhandeln. Wenn ich mich nicht täusche, werden Friedensverhandlungen üblicherweise zwischen gleichberechtigten Ländern geführt. Bisher war ich aber der Ansicht, dass das Galäische Kaiserreich Doma nicht als eigenständiges Land anerkennt. Das ist richtig. Doch nun ist Kaiser Varys gewillt, Doma seine Unabhängigkeit zuzugestehen und freundschaftliche Beziehungen zu führen. Reichsgründer Kaiser Solus hat das galäische Herrschaftsgebiet mit Feuer und Schwert ausgedehnt. Ob zu Recht oder Unrecht, möchte ich heute dahingestellt lassen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass Kaiser Solus damit allein das Ziel verfolgte, die Primae zu beseitigen. Die Primae entziehen dem Planeten seine Kraft und das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Darin stimmen wir mit euch überein und Kaiser Varys hofft, dass uns diese Gemeinsamkeit eine ergiebige Zusammenarbeit ermöglicht. Daher lautet unser Angebot: Wenn Doma zusichert, niemals einen Primae zu beschwören und verspricht, ein erneutes Erscheinen des Primae der Kojin zu verhindern, dann erkennen wir im Gegenzug Doma als befreundetes und unabhängiges Land an. Wir Domaner werden niemals einen Primae rufen und es liegt in unserem eigenen Interesse, mit aller Kraft gegen Susanoo vorzugehen. Ich möchte bloß anmerken, dass die Kojin ihren Gott nur um Hilfe anflehten, weil sie sich bedroht fühlten. Solange man sie in der Rubinsee in Ruhe lässt, werden sie keinen Primae beschwören. Aber sogar jetzt führen galäische Soldaten kriegerische Aktionen in der Rubinsee durch. Wenn dies nicht aufhört, kann ich für nichts garantieren. Ja, ich verstehe deine Bedenken. Das Kaiserreich hat sich nicht immer gerecht gegenüber den wilden Stämmen verhalten und damit primäre Beschwörungen provoziert. Eine leidliche Erfahrung, die man sicher auch in Eorzea gemacht hat. In der Tat. Meist waren es Bedrohungen von außen, welche die wilden Stämme veranlassten, ihre Götter zu Hilfe zu rufen. Die Beschwörung von Lakshmi zum Beispiel war das Ergebnis der galäischen Aggression in Alamigo. Ein höchst bedauerlicher Zwischenfall, der gezeigt hat, dass die Primae-Bedrohung nicht durch Waffengewalt und Unterdrückung, sondern nur durch Frieden und Kooperation gelöst werden kann. Aus dieser Überzeugung heraus plädiere ich zusammen mit den Popularen schon lange für einen friedlichen Umgang mit den Provinzen. Nun hat Kaiser Varys unserem Anliegen endlich Beachtung geschenkt. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass es noch immer viele Galear gibt, die sich für das einzig wahre, das auserwählte Volk halten. Ihre Fraktion der Optimaten verfügt über viel Macht und Einfluss. Sie waren es auch, die das waffenstarrende Luftschiff in die Rubinsee schickten. Ich werde mich dafür einsetzen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr geschieht. Dafür wären wir sehr dankbar. Wenn allerdings zwei Fraktionen innerhalb des Kaiserreichs so unterschiedliche Interessen verfolgen, scheinen mir die Voraussetzungen für Friedensverhandlungen fragwürdig zu sein. Mir ist bewusst, dass es euch nicht leicht fallen kann, an Frieden zu glauben.
Deshalb schlage ich vor, dass wir zunächst unser gegenseitiges Vertrauen stärken. Und zwar durch einen Gefangenenaustausch. Interessant. Fahr fort. Wir entlassen alle Domaner, die wir zum Militärdienst eingezogen haben. Im Gegenzug gebt ihr alle galäischen Soldaten frei, die sich in domanischer Gefangenschaft befinden. Selbstverständlich betrachte ich meine Schwester ebenfalls als solch eine Kriegsgefangene Domas. Yotsuyu, wie kommst du darauf, dass sie unsere Gefangene ist? Bitte, lass uns mit offenen Karten spielen, damit die Verhandlungen nicht unnötig in die Länge gezogen werden. Ich möchte den Optimaten die Effektivität von Friedensverhandlungen beweisen. Sie setzen auf Gewalt, aber was haben sie damit bisher erreicht? Außerdem vermisse ich ganz einfach meine Schwester. Du nennst die Dinge direkt beim Namen. Das gefällt mir. Ich werde genauso offen sprechen, doch möchte ich um etwas Bedenkzeit bitten. Selbstverständlich. Dürfen wir hier in Doma auf deine Antwort warten? Ja, solange die Verhandlungen andauern, dürft ihr euch frei bewegen. Yugiri, du wirst unseren Gästen als Führerin dienen und dafür sorgen, dass ihnen nichts geschieht. Vielen Dank, König Hien. Ich sehe deine Antwort freudig entgegen. Asahis Angebot hat mich wirklich überrascht. Ja, der Austausch von Gefangenen ist eine tolle Sache, aber sagt er auch die Wahrheit? Welchen Vorteil hätte er davon, uns zu erzählen, dass die Galea in zwei Fraktionen gespalten sind? Daran zweifle ich eigentlich nicht. Das heißt aber nicht, dass wir ihm alles glauben dürfen. Vielleicht verschweigt er auch etwas. Warum hat er Yotsuyu ins Spiel gebracht? Ja, bewegen ihn wirklich persönliche Gründe oder verbirgt er dahinter andere Ziele? Schwer zu sagen. Yotsuyu war zwar die Statthalterin von Doma, aber sie hat jeglichen Einfluss verloren und ist keine gebürtige Galea. Warum setzt sich Asahi so für ihre Rückkehr ein? Yotsuyu bringt uns da auch nicht weiter. Sie kann sich an nichts mehr erinnern und in ihrem Zustand taugt sie auch kaum als Trumpf in der Verhandlung. Alfino, du bist mit den Strategien und Methoden des Kaiserreichs vertraut. Was hältst du von der ganzen Sache? Aufgrund der uns vorliegenden Informationen bin ich dafür, das Angebot des Gesandten ernst zu nehmen. Wenn die Möglichkeit für Frieden besteht, sollten wir sie ergreifen. In der Tat. Wir dürfen die Gelegenheit nicht ausschlagen, unsere entführten Landsleute zurückzuholen. Nun gut. Lasst uns die Details des Angebots besprechen. Alfino, dich hätte ich gerne dabei, aber es müssen nicht alle bleiben. Ich möchte niemanden langweilen. Schon gut, ich habe verstanden. Komm, Elbib, überlassen wir meinem Bruder die politische Bühne. Ist sie etwa immer noch gekränkt, weil sie beim Kampf auf Susaku nicht dabei war? Elbib, leist ihr bitte Gesellschaft, ja? Hier sind wir sicher. Okay. Sprechen wir doch gerade nochmal mit Alize. Endlich Zeit zum Durchatmen. Mir ist klar, was von den Verhandlungen abhängt.
die Zukunft Domas und das Leben der verschleppten Soldaten. In solchen Unterredungen wollen die Worte wohl überlegt sein, mit denen man den nächsten Schlagabtausch gewinnt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie wir uns die Zeit vertreiben, bis die Schlauköpfe fertig sind. Hast du eine Idee? Nö, aber du hast bestimmt gleich eine. Na, wir vertreiben uns die Zeit. Ich hätte Lust, mir die Enklave näher anzusehen. Hien hat erzählt, dass die Aufbauarbeiten gut vorangehen. Alize, Albib, dürfen wir euch kurz stören? Yugiri, Gesandter Asahi, worum geht es denn? Ach, ich möchte nur ein paar Worte mit Albib Bestwitch wechseln. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, eine solch berühmte Heldin, die schon zahlreiche Prima erschlagen hat, persönlich kennenzulernen? Du nennst sie eine Heldin? Was würden deine Herren, die Galea, dazu sagen? Unglücklicherweise kam es in der Vergangenheit zu Auseinandersetzungen zwischen ihr und unserer Armee, aber wie gesagt, die Bekämpfung der Primae liegt auch in unserem ureigensten Interesse. Obwohl ich den Galeern diene, stamme ich aus Doma. Der Primae Susano bedrohte meine Heimat. Du hast ihn besiegt und das macht dich auch in meinen Augen zur Heldin. Bis hier eine Entscheidung fällt, bleibt uns noch etwas Zeit. Erweist uns bitte die Ehre, uns auf einem Spaziergang durch die Umgebung zu begleiten. Ich war schon lange nicht mehr in meiner Heimat und möchte mir gern ein Bild von der aktuellen Lage machen. Yugiri, zusätzlicher Geleitschutz kann doch nicht schaden, oder? Nein? Mit solch einer Eskorte an unserer Seite haben wir nichts zu befürchten. Aber möchtest du denn mitkommen, Albib? Ich begleite euch gerne, aber ich behalte dich im Auge. Ich gehe auch gerne mit, denn die aktuelle Lage interessiert mich und vielleicht erzählt uns Asahi noch mehr über das Galäische Kaiserreich. Wunderbar, das freut mich sehr. Es wird ein kurzer Spaziergang, aber mit Sicherheit ein vergnüglicher. Als erstes möchte ich mir gerne die geflutete Burg Doma und das benachbarte Dorf Monzen ansehen. Beides ist bestimmt kaum wiederzuerkennen. Einverstanden. Beginnen wir in unserem Rundgang bei Monzen. Früher reihten sich in diesem Dorf viele Samurai-Unterkünfte aneinander. Wie ich hörte, wurden die meisten von Yotsuyus Kampfmaschinen zerstört. Wirklich sehr bedauerlich. Meine Schwester wollte damit wohl ein warnendes Beispiel geben, aber letztendlich hat sie damit den Hass geschürt und die Rebellion angeheizt. Ich sage ja schon immer, dass unser bisheriger Umgang mit den Provinzen unrecht war. Wenn der Frieden zustande kommt, kann ich für Hilfslieferungen aus dem Kaiserreich sorgen. Ich wünsche mir, dass dieses Dorf schon bald in altem Glanz erstrahlt. Nördlich von hier hat man einen guten Blick auf Burg Doma. Von dort aus können wir uns die Burgruine ansehen. Bei meinem letzten Besuch war ich beeindruckt von der Schönheit der Burg. Der Anblick des hohen Burgturms mit rotem Licht im roten Licht der Abendsäuer war einfach herrlich. Irgendwann werden wir die Burg wieder aufbauen. Jetzt hat erst einmal das Leben des einfachen Volkes Vorrang. Aber sobald das gesichert ist,
werden wir diese Wunde des Krieges schließen. Ich hoffe, dieser Tag kommt bald. Als nächstes möchte ich gerne erfahren, wie sich das Leben der einfachen Bevölkerung verändert hat. Wenn ich mich richtig erinnere, liegt in der Nähe das Dorf Namai. Ja, flussabwärts. Am besten nehmen wir vom Frachthaufen aus ein Boot. Oh, hier gibt's eine Solo-Instanz. Ich denke, die machen wir dann aber in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.